The Last of Us Remastered. Wir haben ja aufgehört, wo Tommy sich am Prügeln ist. Mann, Alter! So. Ja, Ellie hat ja eine neue Modeerscheinung entdeckt. Einfach gegen die Wand laufen. Ich probier's mal aus. Okay, geht nicht. Das kann nur Ellie. Ich möchte nicht so viel Munition verbrauchen. Ich möchte... Ich möchte einfach mal so ungestört einfach mal alles kaputt placern, was hier so geht. So, jetzt haben wir die oberen haben wir, glaube ich, schon mal erledigt. Haben wir zwar eine Rauchbombe verbraucht, aber wir können ja eine neue bauen. Genau. So, weil ich möchte nicht so viel von der Munition verschwinden, weil ich weiß, wir brauchen definitiv später noch jede Menge. Bleib da! So, hier hatte ich ja schon alles abgesucht. Tod, Arschloch! Was ist das denn? Hä? Warum ist denn hier... Ich sehe überhaupt nichts. Warum ist denn hier... Alter! So. Wow, 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 wow. Okay, jetzt... Brrrr! Was? Oh! Oh, ich hatte keine Munition mehr. Ich hab gar nicht. Ich hab gar nicht drauf geachtet. So ein Scheiß aber auch. Okay, machen wir das Ganze nochmal von vorne. Ein bisschen intelligenter, würde ich sagen. So, wo ist der andere? Oh, da liegt noch was. Okay, das können wir nicht aufnehmen, weil wir voll sind. Wir sind voll, 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 voll. Oh, leg eine Machete. Oh, ich möchte aber meine Axt jetzt ungern wegschmeißen. Bleib da. Sei vorsichtig. Eben ganz schnell herstellen, eine neue Rauchbombe. So. Ja, 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 ja. Wo waren die denn jetzt? Einer war hier in der Küche, das weiß ich, oder? Mann, jetzt krieg ich schon wieder was auf die Fresse, oder? Nee, doch nicht. Ja. So, aber... Hier waren jetzt die zwei Typen, ne? Hallo? Hallo? Ich muss mir das echt mal abgewöhnen, dieses um den Bildschirm gucken. Ja, das ist aber fies. Wo ist der letzte? Ich sehe nicht, ich sehe nicht, ich sehe nicht. Wow, wow. Oh, da spritzt das Blut an der Wand. Ich glaube, das waren sie alle gewesen. Ja, ich meine ja. Aber warum mir die Rauchbombe vorhin unten noch irgendwie was explodiert ist? Ich hatte ja... Okay, alles ich sauber. Ich hatte ja gar keine unten hingeschmissen. Schmeißen jetzt allerdings auch Rauchbomben? Wer weiß. So, jetzt hole ich mir aber die Machete. Jetzt, die möchte ich schon haben. Die ist schon... Die hat aber nur drei. Kann man die denn verbessern? Na, da fehlen uns eine Klinge. Okay, die Axt ist natürlich jetzt auch verschwunden. So. Das heißt für uns, wir können einfach mal weitergehen. Ja, hier im Haus ist ja eh nichts mehr. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Gehen wir raus zu den Pferden. Er ist anscheinend nicht so begeistert. Ich muss mal kurz gucken. Alles nachgeladen. Na, hier die Flinte. Schon besser. So, hier ist noch eine Tür. Da waren wir noch nicht. Vielleicht liegt hier noch was. Außer Chlorollen. Ja, noch von gesprochen von Tabletten. Jetzt haben wir welche. Habe ich doch tatsächlich die Tür übersehen in der letzten Folge. Alles klar. Brauchst du Hilfe? Geht schon. Na los. Wie idyllisch.
glaube, Joel tut es ein bisschen leid. Sieht förmlich danach aus. Wow. Das ist es. Heute machen wir einen Kinoabend. Wo ist dieses Labor? Am anderen Ende. Universität von Ost-Colorado. Die Bighorns. Ellie, runter vom Pferd. Gib es bitte Tommy. Ich würde es gern behalten, wenn es dir recht ist. Na los, ich sage es nicht nochmal. Was hast du vor? Naja, deine Frau macht mir Angst. Ich will nicht, dass sie wütend wird. Tut mir leid, dass ich das Pferd gestohlen habe. Hey, komm mit zurück und lass uns noch mal drüber reden. Ja, du kennst mich. Ich bin ein sturer Bock. Universität von Ost-Colorado. Und wie finde ich dieses Labor? Im Forschungstrakt. Sieht aus wie ein großer Spiegel. Könnt's nicht verfehlen. Pass gut auf deine Frau auf. Du bist immer willkommen, okay? Alles klar. Alles klar. Adios, kleiner Bruder. Na los. Sich Joel doch nochmal umentschieden. Oh, wie süß. Ein Eichhörnchen. Genau, das ist ein Turnover. Und wenn man die 10 Yards schafft, ist wieder erster Angriff? First down, genau. Mann, wie kompliziert. Man muss es nur ein paar Mal spielen, dann weiß man das. So. Du kannst vom Pferd steigen, indem du Dreieck drückst. Okay, ja, das werden wir doch gleich mal machen. Mal ein bisschen umschauen, ob hier liegt da was. Okay, für mich sieht hier nichts wie ein Spiegel aus. Wir reiten zum Innenhof. Und da sollten wir den Campus überblicken können. Das sieht wieder so riesig aus, das Areal. Da könnte doch überall was versteckt sein. Was wir sammeln können. Not possibility for the, keine Ahnung, for the nicht parken hier bitte. Enze möchte gern Auto in der Ecke Box, Boxing, Parking, whatever. UEC, Stuff Parking, Visitor Parking, Student Parking, sag ich doch, Parking, Parking, Parking. Na los. Ah, wer hätte das gedacht? Ruhig, Kallus. Kallus? Was ist Kallus überhaupt für ein Name? Du hättest Tommy ja fragen können, wie er heißt. Kallus. 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 Kallus ist auch ein interessanter Name für ein Pferd. Rotmal, genau. So, da aber die anderen Bereiche, glaube ich, hier war nichts Großartiges gewesen. Ich hätte mir jetzt hier ein bisschen mehr drunter vorgestellt. Naja. So. Stopp! Okay, weiter. Haben wir da oben? Bighorns. Welcome home, Bighorn. Hier könnte doch was sein. Da sehe ich doch schon eine Werkbank. Ich bleibe bei Kallus. Alles klar. Ich hasse den Namen. Ich hasse den Namen. Ich mag ihn auch nicht. Warum kann man ihn nicht Klaus Dieter nennen oder so? Was ist das denn Schönes? Ui, ein Flammenwerfer. Wow. So, hier haben wir Werkzeugteile.
Da haben wir eine Werkbank. Ich schaue mich aber trotzdem erstmal noch mal ein bisschen um. Oh, wir haben einen Flammenwerfer. Wie geil ist das denn? Wie geil. Da liegen auch Werkzeugteile da hinten. Jawohl, zack. Zack, zarab. Da liegen auch Werkzeugteile, oder? Ne, Tabletten. Tabletten. Werkzeugteile. So. Wie geil, ein Flammenwerfer. Was haben wir hier? Achso. Achso, hier kommen wir dann. Ah, okay. Hier kommen wir dann auf diesen kleinen Vorbalkon. Auf diesen kleinen Balkon, ja. Die Leute wohnten und lernten hier, obwohl sie erwachsen waren? Ja, lernen, feiern, sich selbst finden, herausfinden, was sie vom Leben wollen. Was sie von ihrem Leben wollen? Was sie von ihrem Leben wollen. Was wollt ihr denn von eurem Leben? Könnt ihr mal schreiben in die Kommentare, wenn ihr Lust habt. Was ihr von eurem Leben wollt. Ich will einfach nur, dass es mir gut geht. Mehr will ich gar nicht. Was haben wir hier? Why in the... Okay, ist auf dem Kopf. Oder auch nicht. Ich finde es gerade total entspannend. Und auch total... die Atmosphäre ist auch sehr schön. Oh, ein altes Radio. Hier jede Menge zu sammeln. Sehr schön. Hier war mal ein Ausguck. Ich werde den doch erstmal wechseln nochmal auf die Flinte, dass ich die Flinte nachladen kann. Ein Ausguck war hier gewesen. Da war was zu lesen. Ui. 29.08. Nichts. Hatten die nicht gesagt, dass Leute vorbeikommen? Warum sollen wir draußen sein, wenn hier nichts passiert? 1.09. Noch immer nichts. Mark, hör auf zu nörgeln. Wenigstens hast du hier Zeit zum Lesen. Wachdienst im Labor zu schieben, ist das wahre Elend. 14.09. Eingang. 5 neue Rekruten aus der Quarantänezone Chicago. Ha, endlich! Einer hat mir ein Päckchen Kippen für gute Arbeit gegeben. Nett. 5.10. Eingang. 6 Typen aus dem Hauptquartier. 6 Leute für einen Truck. Da draußen muss es schlimm sein, als ich mich erinnern kann. Eingang. Vorratslieferung aus dem Hauptquartier. Ach ja. Ich habe 2 Äpfel aus der Kiste. Stibitzt. Einer ist für dich. Guten Appetit. 31.10. Eingang. 10 Millionen Werwölfe. Die habe ich nur für dich reingelassen. Andrea. Happy Halloween. Yeah. Geil. 15.11. Ausgang. Speer zur Vorratsbeschaffung in die Stadt gegangen. Eingang. Speer zurückgekehrt. Roger hat mich angebrüllt, weil ich geschlafen habe. Arsch. 20.12. Also nicht lange mehr bis Weihnachten. 4 Tage dann noch. Wenn es gewesen. Oder wenn es gewesen. Eingang. Biologe aus San Francisco. Der ist ein richtiges Arschloch. Pass auf ihn auf. Eingang 3. Neue Rekruten als Eskorte. Die haben mir wenigstens frohe Weihnachten gewünscht. Hab ihnen verschwiegen, dass ich jüdisch bin. 22.02. Eingang 10 Kisten aus dem UT-Krankenhaus. Laborkram. UT? Untertitel Krankenhaus? Man weiß es nicht. So, da ist wieder eine Tür. Da kommen wir wahrscheinlich wieder. Genau. So, dann würde ich sagen... gehen wir mal zur Werkbank. Ja, dann werden wir mal Werkbanken. Okay. Da werden wir mal eine Runde Werkbanken in der Werkbank. Okay, mal los. So. Wir haben jetzt... Ich glaube, wir haben sogar alle Waffen schon mittlerweile. Weil hier oben keine Fragezeichen mehr stehen. Flammenwerfer, Nachladetempo, Reichweite. Wir haben 94 Waffenteile. Das heißt für uns, wir müssen natürlich schleunigst aufpassen, was wir
Magazinkapazität für die Flinte. Was mir nicht gefallen hat, weil die El Diablo, die haben wir noch so gut wie gar nicht. Mist, da fehlen uns Dings. Das Waffenmeister, schimpfe ich das Ganze mal, fehlt uns da 4. So ein Mist. War das ein Radio im Hintergrund oder was ist das? Oder habe ich schon Hallos? Schussfolge. Machen wir mal die Schussfolge bei der Shorty. Und bei der Flinte die Magazinkapazität noch einmal nach oben. Den Bogen. Die Zielgeschwindigkeit. Ja, lassen wir mal. Ich glaube, der Flammenwerfer, Nachladetempo können auch mal ein paar tragen. Dann haben wir das schon mal. So, 14 Waffenteile oder Werkzeugteile haben wir noch. Das reicht erstmal. War sonst noch irgendwie eine Tür da oben? Nee. Ja? Nö. So. Weiter geht's. Aufs Pferd. Rutsch mal. Genau, rutsch mal. Okay, na los. So. Haben wir da hinten noch was? Dum-dum, dum-dum, dum-dum. Ja, man muss ja jede Ecke auskundschaften. Weil sonst lassen wir nachher was liegen. Das macht Spaß. Das macht Spaß. Das macht Spaß. Ich will Spaß. Ich will Spaß. Ich geb Gas. Ich geb Gas. Ich will Spaß. Ich will Spaß. Oh, es wird kälter. Es wird langsam Herbst. Ja. Ach stimmt, wir sind ja gar nicht im Herbst. Hä? Wir waren doch am Anfang, waren wir doch im Sommer. Weil er sagt, es wird langsam Herbst. War das nicht... Sicher ist das schon Herbst. Aber wenn ich jetzt ganz... Ich meine, das war doch Herbst, die Einblendung. Vor etlichen Folgen. Was haben wir hier? Flaschen? P. Field Hall. Die Field Hall. Hier haben wir wieder... Special Cola. Special Cola. Special Coke. Das sieht mir förmlich danach aus, als wäre hier was am Liegen. Ja, ein Fahrrad. Hey, da drüben, ist es das? Sieht wirklich wie ein Spiegel aus. Also ich weiß ja nicht, was Joel zu Hause für Spiegel hängen hat, aber bei mir sind Spiegel meistens viereckig und mit einer Scheibe versehen. Naja. So, hier scheint es aber was zu geben. Oder auch nicht. Wie viele Leute sind da wohl? Fireflies meine ich. Es müssen einige sein für so ein Vorhaben. Ob wer in meinem Alter dabei ist? Ach, keine Ahnung. Was ist aber denn hier? Okay. Hübsches Anime-Bild. Ich bin sogar weiter an meinen eigenen Spuck verschluckt. Link nach Runnern. Bleib beim Pferd. Bist du sicher? Ja, ich will nicht, dass er wegläuft. Bin gleich zurück. Okay, jetzt haben wir schon wieder Kundschaft. Das sieht mir zusammengepfuscht aus. Oh ja, aber sehr zusammengepfuscht. Hier ist ein Zettel. Wandtafelnotiz. Die Wandtafelnotiz. Wer hätte das gedacht? Die Wandtafel. So. Wir mussten die Tür zum Generator im oberen Stockwerk verkabeln. Bitte sparsam benutzen. Wir haben bald kein Benzin mehr. Okay, was können wir hier machen? Kein Saft.
Na, das war ja klar. Das Kabel führt nach oben. Ich versuche mal den Strom einzuschalten. Hier sind wieder Waffenteile. Oh. Ich hab sie schon gehört. Universität of East Colorado. Schade, dass man sich das nicht durchlesen kann. Das wäre noch irgendwie eine coole Funktion. Fallen hier gerade Poren? Also so Sporen, nicht Poren. Wie komme ich denn auf Poren? Sporen? Ja, tatsächlich. Da kann ich mich nicht entsinnen, dass es damals auf der PlayStation 3 auch so war. Oh, da liegen Pillen. Pillen. Pillen for always. Oh. Ich werde mal versuchen, dass ich vielleicht mal den Bogen mal wieder ausprobiere. Ah, dann müssen wir die Kapazität mal verbessern. Hallo? Wow, brennt ihr Säcke, brennt! Was? Habe ich die jetzt mit der Machete angezündet? Okay. Die verkohlen ja richtig. Riecht nach lecker. Hört sich so ein bisschen an, als ob gerade die Fritteuse läuft, oder? Mit Pommes drin. Ich weiß nicht warum, aber ich kriege irgendwie gerade Hunger. So, das händen wir. Dann können wir uns jetzt hier in Ruhe umsehen. Ist ja doch ganz gut geklappt. Können wir denn... Ja, wir können die Molotovs herstellen. Oh, warte mal. Wir machen lieber mal ein Medikit. So, und Molotov können wir immer noch später machen. Molotov können wir später machen. Da haben wir wenigstens schon mal in Ruhe Medikit nochmal gemacht, weil... Ist, glaube ich, besser. Da haben wir 3 im Vorrat. So. Achtung. Im richtigen Rhythmus. Im Rhythmus, wo ich mit muss. Das ist der Rhythmus, wo ich mit muss. Jetzt kommen doch wieder welche, hundertprozentig. Das war doch so wie da unten in der Schule. Generator an und zack, kamen sie schon. Das ist doch nie im Leben Spiegel. Wow, das sieht so toll aus. Oh, da hinten sind Schneeberge. Wow. Bam, 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 bam. Na, hier hätte man noch was hinlegen können. Mein Gott. Aber dass hier so wenig ist, kann ich mich gar nicht entsinnen, dass hier nichts war. Ich meine, ihr lacht doch. Habe ich das schon wieder so verdrängt, alles? Richter verbrannten Würstchen. So, ich würde gerne mal in die Bücher reingucken. Da stehen bestimmt so interessante Sachen drin. Tatsächlich? Ja, wie wohl ist, allein im Weltall zu sein? Das wäre cool. Glaube ich. Glaube ich. Ich habe auch schon immer geträumt, als kleiner Junge zum Mond zu fliegen. Was ist mit dir? Was wolltest du werden? Oh. Tja, als ich klein war, wollte ich wohl... Sänger werden. Ach, Quatsch. Nein, wirklich. Sing etwas. Nein. Na los, ich lach nicht. Das wird nichts. Joel, bitte. Bitte. Wie geil. Joel wollte immer Sänger werden. I want for the money to win the show. Ain't it walking, won't get go, but don't you? Wonder what blues wear shoes. Yeah.
Yeah. Kann man doch. Ah, oh, Moment. Das habe ich damals übersehen. Bin gleich wieder da. Ich warte. Das ist bestimmt so eine Art Bonusraum. Das habe ich damals übersehen. Hier war ich. Gold. Gibt es wenigstens ein bisschen was zu sammeln? Yay. Und Tabletten. Und ein Firefly-Anhänger. Haben wir ja schon lange keine mehr gefunden wieder. Alex Rona. Okay. Anhänger von der Firefly-Milie. Ja, wissen wir. Steht eigentlich immer dasselbe. Steht nur immer andere Namen. Aber das habe ich damals übersehen. Dieser Raum. Gut. Ich kann mir nicht entsinnen, dass ich da drin gewesen bin. Sind das Affen? Oh, Moment. Ja, eine ganze Horde. Moment. Da funktionierte doch irgendwie was mit dem Fotomodus, ne? Das konnte man doch. Da bin ich jetzt mal gespannt. Kann ich da ranzoomen? Hallo? Ranzoomen. Ah, Mist, da komme ich aber jetzt nicht hin, oder? Da komme ich da hin. Hallo? Ich will die Äffchen will ich. Das sind aber süße Äffchen. Ich hätte auch gerne ein Äffchen. Ein Kapuzineräffchen. Wie bei Nachts im Museum. Ah, das mit dem Fotomodus ist schon cool. Helligkeit, Schablone, Rahmen, Filter. Yay. Ah, das sieht so cool aus. Im Western-Style. So, beenden. Ja, Fotomodus beenden. Da rennen die Äffchen. Machen den Fotomodus nochmal aus. Da rennen sie. Ja. Und ich würde sagen, den Bereich hier, den schauen wir uns in einer weiteren Folge an. Und ich denke mal, dann haben wir auch nicht mehr so weit. Das Pferd schüttelt sich schon. Unser, keine Ahnung, wie wir den getauft haben. Ich vergesse das immer. Ja, hier haben wir wahrscheinlich noch ein bisschen was zu entdecken. Vielleicht gibt es hier noch ein bisschen was Großartiges zu sammeln. Und dann sehen wir uns in einer weiteren Folge wieder. Ich hoffe, ihr schaltet dann auch wieder ein. Also, macht's gut. Tschüss.